Aus ganz Österreich und den angrenzenden Nachbarländern treffen sich die Fischer, um am Trifthanselteich in St. André im Sausal den Fang ihres Lebens zu machen. In zentraler Lage im Herzen der Südweststeiermark findet man dieses Anglerparadies. Karpfen 20 plus und Welse über 2 Meter werden regelmäßig an dieser Anlage gefangen. Ich habe zurzeit den weit angereisten Fischer da am Trifthanselteich vor der Kamera. Von wo kommst du? Ich komme aus Deutschland, aus Bonn, ca. 980 Kilometer. Ich komme hauptsächlich wegen den Ballern hier hin und den Karpfen, weil sie sehr vielfältig hier und groß, schwer. Ja, schöne Fische halt. Was war so der größte Fang da auf diesem Teich? Auf diesem Teich war es letztes Jahr im September ein 2,31 Meter großer Waller. Dieses Jahr liege ich bei 2,28 und mal gucken, die letzte Nacht wird es zeigen. Wie lange kommst du schon her auf den Teich da beim Trifthansel? Ja, das erste Mal war ich vor 12 Jahren hier und jetzt seit 2 Jahren wieder intensiver. Was fasziniert dich am Wollerfischen? Der Fisch, die Kraft, die Ausdauer. Dass es funktioniert, wenn man ihn überlistet. Es ist ja mein Traumfisch. Ja, ihr seid aus Vorarlberg da in der Steiermark. Warum kommen Sie da in die Steiermark fischen? Ja, weil es alle Gewässer bei uns in Vorarlberg nicht gibt. Und ja, es ist einfach schön, gemütlich, super Leute, gutes Essen, Erholung pur. Ja, sage ich halt mal dazu. Wie schaut die Fangquote aus? Ist da schon was gegangen? Ja, die letzten Nacht ein Waller mit 2,14 Meter. Um die 70, 80 Kilo. Ja, war ein schöner Feeling, gutes Gefühl, wenn man so große Tiere fängt. Das gibt es in Vorarlberg nicht oder selten. Ja, wir sind so eine Clique zwischen 5 und 8 Leuten. Und wir fahren hier schon 10, 12, 14 Jahre schon daher, Urlaub zu genießen und fischen. Tolle Fische fangen. We'll be right back.
bei 2,30 Meter war der mit 87 Kilo, war mein größter bis jetzt. Ja. Und es sind wesentlich größere noch drinnen, durch das fahre ich gern her. Und das ist auch relativ unkompliziert, man braucht nicht lang vorplanen. Man kann am Vortag anrufen und man kann einfach herfahren. Und deswegen den fahre ich eigentlich sehr gern her. Seit 96 bin ich schon wieder konstant da. Also ist nie Fahrt worden eigentlich bis jetzt da. Das ist eigentlich schon nicht. Dann braucht man nicht, weiß Gott, wie weit ins Ausland umeinander fahren. Und ja, kann große Wels da genauso fahren. Ja. Um das geht's tatsächlich. Und auch gut bewirtet wird man. Und ja, man hat eigentlich alles da, was man braucht. Deswegen den fahre ich gern her da. Ich fische jetzt seit 25 Jahren fast nur auf Wels. Und der überrascht dann immer wieder. Man lernt einfach nie aus. Wels ist einfach immer ein unbeschriebenes Blatt. Es ist einfach immer wieder faszinierend, wenn man gewisse Facetten von dem Fisch sieht. Und ja, das macht es einfach aus. Und einfach die Kraft, was er hat. Und einfach, ja, da wird man einfach voll gefordert. Und ja, das ist das, was mich beim Wels so fasziniert. Im Großen und Ganzen.